Hier ist auch das Gasthaus direkt. Ach komm, eine Runde würfeln wir. Scott. Ich habe heute ein. Aber nicht für so Peanuts, für 100. Wahrscheinlich verkacken wir jetzt grandios. Sehr mutig, mich herauszufordern. Ich gewinne immer. Glaub, ich habe dich aber schon mal besiegt, mein Freund. Mittelmäßiger Anfang. 1, 1 und 5. Wir nehmen die 1 und würfeln also noch einmal. An deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Noch eine 1, noch 5. Der hatte nur 2, 5 und 2, 6. Der hatte vor allem mit 2. Ein Power Joker. Das super. War's. Oh, mutig. Bin ich unsichtbar? Verdammt. Hier drüben, ein Bier. Dumm. Mutig, aber dumm. Bei Einsen, eine 5, noch eine 5. Du hoffst, dass das was wird. 5, 5, 4, Töten. Mal sehen. Zwei, drei, schade, 2, 3, 4 wäre lustig. Ist das nicht, war das nicht auch der Verrückte, der immer so viel gewürfelt hat? Der hat ja immer weitergemacht und weitergemacht. Jetzt du. Er hat mal einen Spieler, der hat immer gewürfelt. Ich habe mich gefragt, warum er nicht irgendwann mal aufhören will damit. Einsen. Drei. Einsen. Also wenn man 6 gezinkte Würfel hat, ist das schon sehr krass. Schon wieder so ein Wurf. Ich hätte gern so einen Würfel. Man kann's nicht erzwingen. Die Frage ist, ob ich, wenn ich jetzt gewinne, ob der dann aufsteht und geht. So wie der andere. 2, 2, 3, 5. Naja. Kein guter Wurf im Gesamten. Das ist schon besser. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Nicht, wenn mir das Glück weiter hold ist. Denk mal nach, Mann. 900. Du wirst alles verlieren. 2, 2, 2. Nee, das ist noch eine 1. Ah. Wenn er jetzt kein so großes Glück hat. Das ist nicht dein Ernst. Großartig. Das ist nicht dein Ernst. Du gehst jetzt? Das ist gut. Ich folge dir. Wo auch immer du hingehst, ich folge dir. Warum geht der da rein? Hat er da ein Bett? Steck die Waffe weg. Entschuldigung. Das ist hier verboten. Ich wollte die Fackel rausholen. Heinrich, bist du zu blöd, eine Treppe raufzulaufen? Okay, der Spieler schläft da. Das war mein Zimmer, ne? Ja. Heinrich, was machst du mit der Waffe? Hey! So, einmal die Rüstung ablegen.
Zack, keine Geräusche mehr. Das Schöne ist, wir haben das Zimmer, wir dürfen hier sein. Warten eine Stunde. Wobei, wir könnten speichern. Das heißt, wenn der aufsteht und uns entdeckt, sollte das kein Problem sein. Das ist keine schlechte Idee. Also nur für eine Stunde schlafen. Dann haben wir gespeichert. Und vielleicht haben wir Glück. Yes. Yes, yes, yes. Da haben wir einen neuen Würfel. Der ist jetzt zwar als gestohlen markiert, aber ich glaube, das verschwindet irgendwann. Ich weiß es nicht, weil bei manchen Gegenständen ist dieses Zeichen irgendwann weg gewesen. Also entweder verschwindet das, weil die einfach vergessen, dass was gestohlen wurde, oder... Keine Ahnung. I'm back. Willkommen zurück, Martin. Das Abenteuer läuft gut. Wir haben das Turnier gewonnen. Ich habe gerade einen neuen Würfel geklaut. Ich habe die Vorbereitung für die Stadt. Das heißt, ich muss jetzt nur noch hochgehen. Und dann dürfen wir mit dem Aufbau wieder beginnen. Dafür bin ich ein bisschen Geld am Sammeln. Deswegen machen wir jetzt einen kurzen Trip nach Sasau. Um nochmal was zu verkaufen, was wir dabei haben. Wir haben so viel Zeug dabei, dass uns kein Händler alles abkaufen kann. Ist zu teuer. Gut, gut, gut. Das nehmen wir noch mit. Ja, wenn ich den in die Satteltasche lege und wieder nehme, ist das dann weg? Nee. Ein Würfel, der sich heiß anfühlt. Anstatt einer 1 ist ein Teufelskopf abgebildet, den sicher niemand gerne anstarrt. Okay. Wie läuft das Path of Exile, Martin? Wie viel Exholz hast du schon gefunden? Alle? Ich könnte es essen, oder? Ja. Wir könnten tatsächlich was schnabulieren. Sacre. Was? Sackratte? Gott sei mit dir. Alle und noch ein paar mehr. So muss das sein. Alles Gute. Okay. Hier gibt es also nichts zu essen. Dann gehen wir erstmal hier hin, waschen. Dann können wir unten zum Schmied gehen. Oder ich gehe direkt nach Sasau. Glaubt nicht. Wir gehen direkt nach Sasau. Es ist noch viel zu früh. Ist noch gar keiner da.
erinnert? Verdammt! Ist hier noch einer? Wenn hier noch einer ist, dann sehe ich den gerade nicht. Ein Groschen. Okay, das ist nicht viel Geld. Überhaupt nicht viel. Dann geht's jetzt weiter nach Hoppa, nach Sasau. Also wenn hier noch einer ist, dann bitte rauskommen. Dann rennen wir mal grad kurz zu Fuß ein paar Schritte weiter. Jetzt. Ja. Jetzt ist es auch am Tag spät genug, dass wir Sachen verkaufen können. Dass die Leute sich dazu entschieden haben zu arbeiten. Der Rüstschmied, war der auf der Seite oder auf der Seite? Das sieht aus wie ein normaler Händler. Ah, stimmt, da war der Rüstschmied. Apropos Scharlatan. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Wunderbar! Der Zahn des völlig unheiligen Laienbruders Prokop. Das mag jetzt stimmen, aber es kann sich noch ändern. Die erste Man Runde für mich. Nie, was das Leben bringt. Du meinst das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Aber nicht leicht zu kriegen. Wenn hier jemand Wunder wirkt, dann ich. Vielleicht, aber ich hörte, er hat gelitten wie ein Märtyrer. Ja. Eine Katzenpfote, bitte sehr. Wunderbar. Wie hast du sie bekommen? Sei Faltigkeitswürfel. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe sie gewonnen. Oh nein, du Narr! Jetzt wird die Pfote kein Glück mehr bringen. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Wenigstens ist es eine Katzenpfote. Die nützt auch für anderes. Das ist vorerst alles. Für was? Was kann der mir denn beibringen? Ach, Taschendiebstahl. Natürlich kann er mir Taschendiebstahl beibringen. Eine Raunenwurzel. Altarkerze, Horn eines Einhorns. Oh. Das ist ein Questknochen. Sehr gut. Salz der Madonna. Urim und Tumim. Ja, ist das ist das allererste Mal, dass ich das Spiel wirklich spiele. Ich habe schon mal angefangen, als es rauskam, aber nie durchgespielt oder so. Also ich bin jetzt schon deutlich drüber hinweg, was ich damals gespielt habe. Sprechen wir den... Nun. Ist das genug? Nun, etwas... Ach, du ziehst... Das ist zu... Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Du hast einen Punkt im Auge. Vielen Dank für dein Follow, Outheit. Outheit? Ich hoffe, Outheit ist richtig. Lies dich wie Outheit und ich denke mal, dass es Outheit ist. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei der Otterbande. Hallo? Warum haben die das eigentlich immer so dunkel in ihren Buden? Kann mir das einer erklären? Nee. Jesus, die Leute heutzutage spazieren. Das war nicht extra, Otto. Tut ich mir hoffe, leid. Ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Hoffe ich auch. Alles Gute. Ich habe wieder das ganze Zeug im Pferd. So. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel Geld er hat. Wir nehmen wieder alles mit. In der Hoffnung, dass er genug hat. Wieso eigentlich ausgerechnet Otter? Ich wünschte, ich hätte eine total tolle
emotionale und tiefgründige Geschichte dazu. Ich habe sie aber nicht. Am einfachsten ist es tatsächlich, ich mag Otter, ich finde sie süß. Grundsätzlich bin ich ein unheimlicher Fan von Fantasy. Deswegen ist das Logo ja auch ein Otter mit einer Magierobe quasi. Den kleinen hier hatte ich schon. Und ich finde halt ein Mikrofon, was einfach nur so ein Bild hängt, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Ich finde es halt schön, wenn irgendwas ein Bild ist. Dann müsst ihr nicht immer mein Gesicht euch angucken. Ne? Nicht immer mein Gesicht angucken, ihr habt auch was Schönes zu gucken. Das ist die tiefgründige Geschichte dahinter. Wie kann es denn... Der Händler hier hat mehr Geld als der in Rattay. Gut, ist auch die große Stadt, aber trotzdem. Sehr gut. Waffen kauft er gar nicht. Und sonst kauft er auch nichts. Hast du was Schönes zu... Okay, die verkauft Brigantinen. Und extrem geile Schulterplatten. Ach, du Scheibenkleister. Ein Helm, wo man nichts mehr durchsieht. Aber erstmal die Stadt aufbauen. Wir müssen das Geld behalten. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Weil du es bist. So kriegst du mich. Wie wär's damit? Das klingt in... Endlich ein... Handeln in Quick Charge. Aber ich weiß auch gar nicht... Also... ein bisschen muss ich auch zugeben, es haben ja auch nicht so viele Leute Otter als Logo, ne? Also das fällt schon auf. Das fällt tatsächlich schon auf. So, jetzt müssen wir zum Schwertschmied. Denn wir haben noch gefühlt, glaube ich, 8 Schwerter, die wir verkaufen müssen oder so. Ich habe schon mal heute bei dir gelernt, dass man Rüstung beim Rüstungsschmied und Waffen beim Waffenschmied am besten verkauft. Ob es am besten ist, weiß ich nicht. Aber der Rüstungsschmied kauft keine Waffen und der Waffenschmied kauft keine Rüstung. Deswegen sind halt spezialisierte Händler, ne? Und die haben bis jetzt am meisten Geld. Also die, du machst halt unheimlich viel Geld damit, Rüstungen und Waffen von Gegnern mitzunehmen und zu verkaufen. Und bis jetzt sind die Rüstung- und Waffenschmiede die, die auch das meiste Geld haben. Das heißt, irgendwo anders das zu verkaufen, bringt halt leider nichts, weil die gar nicht das Geld haben, es hier abzukaufen. Aber die zahlen viel besser als mein normaler Händler, bei dem ich dachte, er sei mein bester Freund. Durchaus möglich. Ich suche nach... Natürlich. Natürlich. Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich... Aber wenn der Pil... Das kennen wir schon. Wir haben ja eins erst, also... Was verkaufst du denn so schönes, mein Freund? Eine Dornenkeule. Nee, das wollte ich gar nicht. Upsa. Plötzlich bin ich magnetisch an den Rand gezoomt. So, das Pferd hat... Ich habe doch schon alle Waffen verkauft, bis auf die. Okay. Dann verkaufen wir halt die. Alles Gute. Kaufen. Waffen. Den. In den Warenkorb. Ansonsten sind wir... Die Würfel. Das ist Gift.
Ich habe noch keinen Juwelier gefunden, ne? Also deswegen vermute ich tatsächlich, dass ich die Zierkelche und so am besten bei ihm verkaufe. Dreifaltigkeitswürfel. Was ist das über? Was macht der überhaupt? In der Hoffnung, eine 3 zu würfeln. Warum denn eine 3? Eine 3 ist doch gar nicht so gut. Okay, der hat auch nur 400. Okay, von dem kann ich eh nicht viel erwarten. Besprechen wir den Preis. Nicht viel zumindest. Ist das genug? Immer noch zu viel. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache. Ja. Gut. Nutzt du den Schmiedestein oder gar nicht? Den Schmiedestein oder den Schleifstein? Meinst du den hier? Zum Schärfen. Das Problem ist, ich nutze einen Hammer. Den kann ich nicht schärfen. Also ich habe den benutzt, als ich ein Schwert benutzt habe. Oder eine Axt. Aber ja, eine Keule lässt sich halt schlecht schärfen, ne? Dann bewegen wir uns mal zum Kloster und geben dem Typen den Knochen. Und mit dem kommen wir ins Kloster, kriegen das Necronomicon, was wir für die Geisteraustreibung brauchen. Freunde, ich schütze dich, Heinrich. Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Hey, was ist denn mit dir? Ich brauche etwas Hilfe. Ich bin jetzt der Vogt von Pribislawitz und... Der Vogt, hm? Nun, Dero Gnaden, ich würde gerne helfen, aber ich habe meine eigenen Probleme. Was denn? Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut sein, Heinrich. Nein. Nein. Was war denn los? Wir haben jemanden vermöbelt. Aber misch dich bloß nicht ein, Heinrich. Wir regeln das. Nicht so schnell. Wen habt ihr vermöbelt? Elias. Er ging uns auf den Sack und... kurz gesagt... Es war seine eigene Schuld und damit ist der Fall erledigt. Aber es muss doch einen Weg geben, die Sache zu regeln. Vielleicht, wenn ihr... Nichts da. Was? Ritz, sei kein Narr. Ihr zwei steckt richtig in der Scheiße und du willst dir den Harten markieren? Komm zur Vernunft. Auch mein Beruf war schlechter wird. Heinrich, du und Elias. Pah, einer schlimmer als der andere. Dann macht doch, was ihr wollt. Toll. Auf bald. Hätte euch als Schreiner brauchen können. Herrje, was hast du getrieben? Hey, ich habe da etwas in Pribislawi. Tut mir leid, Heinrich, alter Freund. Aber ich... Alles Gute. Okay. Dann eben nicht. Dann gehen wir mal zum Kloster. Vorsicht, Kacke. Mein Ruf ist jetzt wahrscheinlich wieder schlecht hier geworden, oder? Na, geht noch. Weil ist das Samopesh? Ne, das ist hier unten Sasau. Na, ist auch okay. Bescheuert. Nur weil ich dem auf den Schlips trete, ist mein Ruf in der Stadt plötzlich schlechter. Nest? Ach, das ist schon auf dem Boden. Vermutlich. Komisch. Nicht schlimm, aber trotzdem. Wir haben generell ein paar Missionen hier oben im Kloster. Das mit dem Stein müssen wir untersuchen. Aber das ist ja schon länger offen. Ja, so ein paar Sachen. Ich kann ja auch das Pferd nehmen.
Wäre zu einfach, aber egal. Jetzt sind wir ja eh da. Man hat mich aus Thalmberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister oder mit dem Klostermeier. Weswegen genau bist du denn? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück. Okay. Also wenn ich überlege, dass ich, wenn ich hier vorne so eine Insel Haare hätte, Gott behüt dich, dann würde ich doch alles wegrasieren. Nicht nur unten diesen komischen Dübbelrand lassen und... Was eine Frisur. Ganz davon abgesehen, dass ich bewege mich in diese Richtung. Da bist du doch, mein Freund. Guten Tag. Guten Tag, Urban. Ich habe einen Knochen von den Gebeinen des heiligen Prokop. Wirklich? Zeig ihn mir. Sieh nur. Wow. Ah, ist der wirklich vom heiligen Prokop? Klar. Natürlich. Ich würde dich niemals hintergehen. Du hast recht. Mein Gott, welch Heiligkeit. Ich schulde dir was. Kann ich mich erkenntlich zeigen? Geld ist immer gut. Du hast es dir wahrlich verdient. Hier, und Heinrich. Ja? Nett. Ich wollte die Reliquie nur berühren. Falls du also etwas unerlaubt genommen hast, solltest du es zurückbringen. Alles Gute. Nein, dass das eine Mönchsfrisur, ja, aber diese komische Insel da oben noch nicht. Wessen Haus ist das? Des Kustos. Ich danke dir. Auf bald. Also, dass da vorne, wie gesagt, dieser komische Nübbel drauf ist, das kannte ich nicht. Erhöre den Gefangenen in Merchoret. Nee, wir gehen jetzt erstmal in unsere Stadt. Erstmal gehen wir in unsere Stadt und beginnen mit dem Aufbau. Würde ich sagen. Wenn wir auf dem Weg nicht wieder irgendwelchen Banditen zum Opfer fallen, die uns komplett vernichten. Okay. Auf der Straße liegen Leichen und du hörst in der Ferne das Klirren von Waffen. Ich knüppel mir mal ganz kurz was zu essen rein. Russen, was Russen dürfen. Ich wurde in den Busch gehauen. Auch nicht. Hä? Was war das denn jetzt? Jetzt aber. Mein Freund, ich bin der Turniergewinner von Rattay. Was willst du mit mir, hä? Ich knüppel dich einfach aus dem Leben raus. Komm her. Yes. Komm her. Guruwa. Guruwa. Und.
Na komm. Yes. Unterhaltung vorzüglich. Dafür wirst du sterben. Du bist tot. Das sind ein bisschen viele, Freunde. Ich hänge irgendwas fest. Am Busch. Komm schon. Das sind so viele. Es ist wieder so typisch. Es ist typisch Kingdom Come Deliverance, ne? Du kriegst. Vor allen Dingen hänge ich an irgendwas fest. Dann hänge ich da die ganze Zeit an Büschen fest. Oh Mann, oh Mann. Also einer gegen fünf ist... Ich muss mir mal tatsächlich Gameplay von einem angucken, der das auf Hardcore spielt. Der so richtig, richtig gut in dem Spiel ist. Ob der auch sehr hoch levelt, was ihn dann sehr viel stärker macht, logischerweise. Oder ob das auch wirklich viel Skill ist, weil wenn da mehrere gleichzeitig sind, die Entwickler haben ja die Gegner so gut gemacht, dass die einen umzingeln und man kann da gar nicht allem ausweichen. Das ist ja nicht, ist ja kein Hack and Slay oder sowas. Also die haben ja schon ganze Arbeit geleistet. Wenn man überlegt, dass das nur mit der Axt passiert ist und der Säge. Da haben die aber richtig gerodet. Was? Die hätten dafür mindestens 50 Bäume abholzen müssen. Das ist schon krass. Moment.
Okay. Also man kann den DLC hier auch wirklich verkacken. Muss ich mal offen zugeben. Na, meine Freunde, ihr seid fleißige Holzfäller. Sehr fleißige Holzfäller. Okay, Jo, was machst du denn? Das Erste, was wir machen werden, ist uns eine Bäckerei besorgen. Damit wir irgendwie Geld reinbekommen. Und von da aus schauen wir dann mal. That's the plan. That's the plan. Wo ist denn unser Lokator? Das sieht aus wie der Lokator. Lasse den teuren Spaß beginnen. Willkommen zurück. Wie war es in Ratai? Der Vogt hat Herrn Divischs Dekret verlesen und ich bin nun offiziell der Vogt von Prebislawitz. So nimm meine Glückwünsche entgegen. Also, von dem offenen Feld, was wir haben. Zuerst soll... ehrlich gesagt bin ich überfragt. Was würdest du empfehlen? Als du fort warst, bin ich hier schon einige Dinge angegangen. Gewiss hast du bereits die ersten Ankömmlinge aus Ratai gesehen. Ich bin ihnen auf dem Weg hierher begegnet. Nach ihrer Ankunft haben wir sogleich damit begonnen, Bauland zu schaffen, nachdem sie einige behelfsmäßige Unterkünfte gebaut haben. Ja. Und, können die Arbeiten beginnen? Wenn du dir über die Gebäude im Klaren bist, kann ich den neuen Siedlern sagen, was zu tun ist. Gebaut wird dann auf den bereits vermessenen Parzellen. Du kannst sie dir vorher ansehen, wenn du möchtest. Werde ich. Dann sehen wir, was wo gebaut wird. Nichtsdestotrotz lässt sich das nur schwerlich mit einem Blick auf die Bauplätze entscheiden. Wie entscheide ich, was wo gebaut wird? Darüber habe ich mir bereits wohlweislich Gedanken gemacht. Und ich habe alles im Hauptbuch festgehalten. Das heißt, ich muss nur noch zeigen. Ich werde jede einzelne Änderung genau dokumentieren. Danke. Das ist sicher sehr hilfreich. Und wo finde ich dieses Buch? Es sollte stets im Rathaus aufbewahrt werden. Wir haben noch kein Rathaus, mein Lieber. Tja, wir fangen bei Null an, daher müssen wir alles bauen. Schenke, Bäckerei, Fleischerei, Rathaus. Hatte ich die Schenke schon? Gleich als Erstes. Ein Ratschlag. Zunächst sollten Gebäude errichtet werden, mithilfe derer Baumaterial für alles andere produziert werden kann. Und da wir vor allem Holz brauchen, wäre ein Holzfällerlager am sinnvollsten. Saya, wir benötigen mehr Holz. Was dann? Kommt drauf an. Jedes Gebäude ist wichtig. Du wirst das schon in Bälde lernen. Steht auch alles im Hauptbuch. Was ist mit dem Lohn für die Der Arbeiter? Wirkt ein bisschen genervt. Das Geld muss in der Truhe verwahrt werden. Es kann dann für die Löhne und das Baumaterial entwendet werden. Engpässe sollten natürlich vermieden werden. Da fällt mir ein, wir müssen noch über meine eigene Bezahlung sprechen. Ah, ja, natürlich. Herr Divischs versprach mir einen festen Lohn, zumal das ein sehr umfassendes Bauvorhaben ist. Verstehe. Wie viel schwebt dir denn vor? Ich habe irgendwo einen alten Zahlungsbeleg. Da ist er. Egal, was da drauf ist, reiß es in der Mitte durch und wir halbieren das. Das kann ich mir nicht leisten. Zumindest nicht jetzt, ganz am Anfang. Aber ich brauche dich. Was sagst du hierzu? Ein redliches Angebot. Dann sind wir uns offenbar einig. Dankeschön. Abgemacht. Gut. Dein Lohn kommt dann auch in die Truhe. Ist er dort wirklich sicher? Ja. Außer uns darf niemand einen Schlüssel für die Truhe haben. Außerdem werden wir Wachen aufstellen. Ah, da bin ich beruhigt. Das wäre dann zunächst alles. Falls du mehr wissen willst, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Die Truhe.
So, jetzt gucken wir erstmal ins Buch. Provisorisches Rathaus, Arbeiterunterkünfte, Zusammenfassung. Das sind, glaube ich, die Ausgaben. Hof ist gut, Groschen 0, Aufgaben, Dorfeinkünfte, gar nichts. Kapazität 40, Ressourcen, gar nichts. Eine schöne Zeichnung. Provisorisches Rathaus gebaut. Zunächst muss ein Zelt, ja. Rathaus haben wir noch nicht. Preis 5.000. 11.000. 8.000. 4.200. Ja. Wie kann ich denn hier Geld reinlegen? Was ist das überhaupt in die Kiste? Wer bist du? Was? Oder ist das da hinten? Das ist ja das Problem. Okay, das ist die richtige Kiste. Glück gehabt. So, was haben wir denn noch? Rathaus, Kirche, Schmiede, Bäckerei, Fleischerei. Da sieht man ja halt auch. Die kann am Ende so viel einnehmen. Stallungen. Generiert, Ausrüstung für Sattler, Hufeisen für Schmiede. Wachhaus. Geschäft. Schenke. Brücke und Straßen. Eine Steinbrücke kann die Einheimischen und mit Waren beladene Karren tragen, die ins Dorf kommen oder es verlassen. Holzfällerlager. Holzfäller fällen Bäume in den umliegenden Wäldern und verarbeiten das Holz weiter, das dann als Bauholz für den Gebäudebau, Reparatur... Ich habe mich entschieden. Dann komm mit, damit wir anfangen können. Okay. Wir rennen jetzt zu Fuß hin. Na dann. La, 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 la. Hätte ich nicht einfach zeigen können und dann passiert das? Mein Gott. Das Leben als Vogt ist aber echt mit viel Laufen und Anstrengung versehen hier. Wo sollen die denn gebaut werden? Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Ja. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. Gut, Holzfäller. Thank you.
Und jetzt darf man immer wieder hochrennen. Okay. So, die produzieren jetzt Holz. Gut. Was braucht die denn? Die braucht Voraussetzung Getreide. Okay. Mal gucken. Generiert 50 durchs Grundgebäude. Braucht aber Brücken und Straße. Schenke braucht noch mehr. Brücke und Straße. Braucht Holzfäller und das. Kriegen wir denn Getreide her? Wo kriegen wir Getreide her? Trocken shoppen. Haus. Kommt Getreide her? Muss ich immer fragen. Kannst du mir bitte was den... Informiere dich stets über die Bau und... Im Hauptbuch ist alles nie... Wirf einen Blick hinein... Gut. Soweit ist alles... Ich möchte etwas... Wie du wünschst, mein... Ah, ich glaube... Nee, das bringt... Moment. Oder muss ich Getreide kaufen und das hier reinlegen? Das wäre doch komisch. Marius, kremple die Ärmel hoch. Hey, wohlgewählt. Begleite mich. Oh Mann, mein ganzes Geld ist weg. Jetzt rennen wir wahrscheinlich zur Brücke, oder? Ich gehe mal stark davon aus. Kommt Getreide her? Hier werden wir bauen. In der Tat. Ich bin bereit. Ich überprüfe. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Aus anderen Städten. Das heißt, ich muss das manuell kaufen gehen. Auch interessant. Also der Vogt. Quasi der Bürgermeister der Stadt. Der muss in eine andere Stadt gehen, um Getreide zu kaufen.
Warum nicht? Nein, du schließt Verträge. Ach. Ach was. Jetzt wird's interessant. Das Schlimme ist, ich brauche eh nochmal Geld. Also wenn wir jetzt mal schauen, aktuell machen wir nur Minus. Und damit das zu einem Plus wird, brauchen wir die Bäckerei. ...4.200 Groschen brauchen wir. Und Getreide. Das heißt, ich muss Verträge schließen. Kannst du mir bitte etwas... Wie bringe ich Leute dazu in uns... Das geschieht ganz von selbst. Sobald Unterkünfte vorhanden sind, werden nach und nach Siedler kommen. Jedes Gebäude und jemand... Was ist mit... Für Leute, wenn gleich... Gute Idee. Und... Soweit ist alles. Okay. Muss ein Geschäft haben. Ein Geschäft kann ich, glaube ich, jetzt bauen. Kostet nur 4.000. Ich habe keine 4.000. Und ich habe auch nicht mal ansatzweise viel dabei. Das heißt, wir brauchen jetzt Geld. Da hat man jetzt, genau, hat man jetzt einen Grund, Groschen zu verdienen. Definitiv. Definitiv. In der Wildnis erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke. Ja, eigentlich ist ja Naturbursche wahrscheinlich sinnvoller, weil in der Nähe von Städten werde ich selten angegriffen. Das im 1-0 immer so schade, dass wenn man ab dem Punkt beinahe schon keinen Nutzen für Groschen mehr hatte. Außer, ja, außer halt seltene Rüstung oder ja, seltene Rüstung. Oder einfach mehr Rüstung, aber du hast halt irgendwann alles Wichtige. Darf man ja auch nicht vergessen. Okay, so das haben wir. Scarlet ist ja quasi frei von allem. Ich überlege jetzt gerade, wo wir hingehen. Wenn ihr etwas, das dem Schlaflosen zur Ruhe bringt, das haben wir.
Da ist ein Aktivitätengeber. Was für eine Aktivität gibt der uns denn? Ich bin dann auch schon mal weg. Bis Sonntag und viel Spaß noch. Ich wünsche dir auch viel Spaß bei Path of Exile, Martin. Und ja, bis Sonntag. Ciao, ciao. Hä? Ich denn? Was ist jetzt wieder los? Es gibt ein Problem mit dem Wasser. Das heißt, mit dem Bach. Mit der Nutzung des Baches. Der Bach? Was stimmt denn nicht mit dem Bach? Herr, man verbietet mir zu scheißen. Wie bitte? Dein Lokator hier lässt die Leute nicht scheißen gehen. Gott, gib mir Stärke. Meister Lokator, wärst du bitte so freundlich, mir zu sagen, was hier los ist? Ich habe niemandem verboten zu defekieren. So etwas lässt sich ohnehin nicht verbieten. Und dennoch, ich habe nur darum gebeten, das Geschäft stromabwärts zu verrichten. Schließlich wollen wir hier doch kein völlig verschmutztes Wasser. Die ganzen Krankheiten. Was für Krankheiten? Das ist ganz einfach, also. Ich habe entschieden. Auf 150 Fuß stromabwärts stehen. 100 Fuß. Aus 100. Es darf nur mindestens 100 Fuß vom Dorf entfernt defekiert werden. Aber Herr! Schweig still! Du wolltest meinen Entscheid? Da hast du ihn. Gut, wir dürfen also endlich wieder scheißen gehen. Ich sag den Jungs Bescheid, dass wir zum Bach gehen können. Das war eine harte Zeit. Du meinst, du warst jetzt all die... Nein, sag es nicht. Ich will's gar nicht wissen. Oh, der arme... Der arme Lokator, der ist jetzt verstört fürs Leben. So, einmal hier runter. Hä? Hauptsache, mein Rechner will irgendwas speichern. Nee. Ich will aber nicht. Was passiert denn hier? Keine Ahnung, irgendwas im Firefox will gerade speichern. Ist das jetzt ein Virus? Müssen wir gerade irgendein Fenster schließen hier. Vielleicht war es das. So, also seid ihr Ritter? Seid ihr Banditen? Was ist los? Was hast du hier zu suchen? Mit Typ, du wirst leiden. Ja. Oh. Hast weiche Knie. Ja. Du siehst aus wie der aus Scarlet. Nimm das! Quatsch! Jesus! Jesus hat ja nicht zu Kamellen. Oh, knack! Ach! So, Bratwein, ein paar Groschen. Und liebe Freunde, euer Opfer würde ich falsch sagen. Eure Spende wird liebend gerne verwendet für den Aufbau einer neuen Stadt. Dankeschön.
Okay. Groschen verdienen. Wir versuchen mal, die Missionen in Sasau zu schaffen. Ich lasse sie da mal kämpfen, weil das ist beim letzten Mal nicht gut ausgegangen. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Ich bin hier drüben. Mehr hast du nicht drauf? Ja, ja. Ja, das ist. Das darf mir gerne mal einer erklären. Das darf mir gerne mal einer erklären, der das Spiel richtig, richtig gut kann. Da machst du doch gar nichts, oder? Da kannst du doch tatsächlich nichts machen. Außer flüchten.